Dann steht hier Lord Helmchen. Hallo, Lord Helmchen. Da kannst du mal reingucken. Oh yeah, Ich gucke mal da rein. ist ein bisschen was drin. Genau, bitte den Fallschirm auf die 1 legen, also so, dass entweder Mario drücken kann oder du blind. Ja, das kriege ich hin. Okay, aber nur einen jetzt oder wie viele? Naja, kannst du ruhig 2 mitnehmen. Also die anderen sind jetzt als also für Mario dann gedacht, falls er zurücklaufen kann. Okay, habe ich, ja. Dann, ja, Essen, Trinken kannst du dir so verteilen, wie du willst. Und eine Lederflucht halt anziehen. Du brauchst eigentlich Essen und Trinken, brauchst du gar nicht mitnehmen, du Ich stirbst werde eh zu so oft oft. sterben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich wirklich nichts zu essen brauche. Also ich esse jetzt mal kurz was hier noch direkt aus dem Inventar. Einmal Hast du ein voll Bett? machen. Mario kann ja nochmal gucken, weil ich sehe das ja eh nicht so wirklich, ob die Viecher hier auf, also nicht pauschal auf passiv pfeifen, bitte, sondern hier die Rechse und den Vogel, aber der müsste eigentlich alles neutral sein. Die hier oder was oder drin? Genau. Also dass die neutral sind, ich sehe es ja nicht so genau. Ja. Weil ich sehe jetzt wirklich nur die Tiere, ich kann auch drücken, was ich will, das passiert Naja, gar nicht. die Rechse sind hier neutral. Dann ziehe ich mich mal hier an. Okay, noch irgendwas? Ja, die Hose wäre nicht schlecht. Und den Speer? Ja, den kannst du auf die 2 legen. Oh Gott. Ja. Merkt ihr Den. genau, wo du die Sachen hinlegst? Ja, nee, ist ja nur eins und zwei. Mehr habe ich nicht. Ja, die Kantinen kannst du noch ins Inventar packen. Und halt Fleisch irgendwie. Wo haben wir denn hier Betten wegen Spawn oder so? Hier in dem sind zwei Schlafsäcke drin. Bist du Das ist sicher, dass Lord zwei Helmchen. reichen? Ja, ansonsten muss er halt irgendwo spawnen und sich dann herporten. Also sie kann sich ja dann bei dir da irgendwo hinporten. Aber sie ist ja halt nicht im Tribe, ne? Das ist das Problem. Ach stimmt, die kommt ja aus dem Treib raus. Na gut, aber dann kann Mario mich ja ziehen irgendwie. Das geht ja. Ja. So, okay. Dü-dü-dü-düm, Oder dü-düm-düm. du portest dich einfach zu Mario. Also sag Bescheid, ab wann ich mich Ja, ich würde sagen, du stellst dich genau hier vor das Tor. Also Okay. hier so da, wo ich glaube zu stehen. Okay. Und kannst dann aus dem Tribe rausgehen. Also da, wo du Wenn du stehst, würde alles ich schon aus mal dem nicht Dodo durchgehen, nur du rausnimmst. siehst die Also Spikes alles, schon was ich brauche, durchgucken. habe ich aus dem Dodo rausgenommen. Habe ich. Genau. Gut, dann, Hast du mitbekommen, ja? Was? Ich stell mich mal ein Stück weiter links hin, weil hier direkt guckt eine Spitze schon durch. Da willst du Oh. vielleicht nicht direkt reingehen. Stimmt, okay. Gut. Stehe ich. Oh weia, das wird so in die Hose gehen. So, ich Und verlasse mal dann den Tribe. entweder Bildschirm ausmachen oder ausverbinden. Ja, also ich überlege gerade, ob Bildschirm ausmachen, aber dann kann Mario ja auch nicht mehr sehen, was bei mir passiert. Das Ansonsten stimmt. würde mir einfach die Augen verbinden und wir machen davon auch ein Beweisfoto. Keine Sorge. Ich muss nur mal kurz. Bin ich gerade so doof? Wo komme ich denn hier aus dem Tribe raus? Ach, Leaf Tribe. Da steht's ja riesengroß. Ja, zur Not kann ja der Mario auch die Taste drücken für den Fallschirm oder auch Nö, nicht. nö, nö, das machst du selber. So, ich habe meinen eigenen Tribe. Besonders blinde Annie, auf jeden Ja. Fall. So, ich werde mich jetzt mit dem Tuch hier versehen. Mario muss davon ein Beweisfoto machen. Jetzt Gucken, ob er mit wäre meiner natürlich Kamera eine Facecam zurechtkommt. geil, ne? Was? Was? Also man Was? sagt ja theoretisch, jetzt wäre natürlich eine Facecam nicht schlecht, Jetzt aber wäre die so als Facecam wirklich Beweis. nicht schlecht. Ja, das stimmt, aber glaubt mir einfach mal, dass ich das hier heute wirklich so mache. So. Ich sorge schon dafür. Ja, Mario will ja selber Spaß dabei haben. Und ein Hinweis an der Stelle, ein einfacher schwarzer Balken wäre aufgefallen an. So. Oh Mann. Annie führt sich höchstens selber in den Tod. Hallo, ich würde Annie nie in den Tod schicken. Was sagst du? Jedenfalls So Leute, nicht. also ich kann den Chat jetzt nicht verlesen. Ich kann jetzt gar nichts. Ich hoffe, ich Jetzt switch könnt ihr nicht mal aus lästern. Versehen. Jetzt könnt ihr lästern, Freunde. So, Mario muss Jetzt. jetzt mal kurz ein Bild machen, was hoffentlich nicht ganz so Banane aussieht. Das sieht total Banane Ja, aus. natürlich sieht das Banane aus hier. Gott. Gott, sieht das scheiße aus. Moment. Mario kommt erstmal nicht klar. Nee, wenn du dein Peace-Zeichen hier machst, dann muss ich ja die Kamera schräg halten. Moment, ich muss ja kurz gucken. Ist okay. Ist okay, jetzt musst du das noch posten. Oder ich poste schnell selber, weil ich komme wenigstens mit meinem Handy zurecht. Oh Mann.
So. Und schlag bitte nicht wild um dich, weil könnte hier ein bisschen ins Auge gehen, glaube ich. Ja, Mann, ich habe dir mal ein bisschen Öl reingemacht in Vogel. Nicht viel, aber so als kleine Siegprämie. Ah ja, vielen Dank. So, ich poste das jetzt kurz. Moment, ich muss noch was dazu schreiben. Genau, kurz posten und dann wieder abnehmen. Ja, naja, ja, ja. Kann ich das jetzt schon rein? Ist das schon ab? Nee, ich luke nur, ich linse nur kurz unten drunter durch. Mehr mache ich gar nicht. Ja, Linchen, das Problem ist, Anni hat ja eigentlich, ich sage das eigentlich, ne, das muss man ja betonen, keine Rechts-Links-Schwäche, aber wenn ich sage rechts, dreht sich links. Warum auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aus Prinzip, glaube ich. So. Und das wird das Event hier schwierig machen. Ganz schön warm unter so einem Tuch. Muss ich mal sagen, außerdem sehe ich völlig bekloppt aus, ja, das möchte ich auch dazu sagen. Ich hätte so ein Bild nie freiwillig gepostet, ich weiß noch nicht, ob es für immer da bleibt. Das ist ja... Wie war das? Einmal im Netz, immer im Netz? Ja, ich weiß. Oh, schrecklich. Google ist mein bester Freund. Ich möchte nicht wissen, was man kriegt, wenn man blinde Anni eingibt. Nur komische Sachen. So. So, Bild ist gepostet. So sitze ich jetzt hier vor meinem Rechner. Völlig bekloppt. Ihr wolltet das so. Nur für euch. So. Luke ist wieder zu. Ich sehe jetzt wirklich nichts mehr. Ich höre jetzt auch schlecht, weil dieses Tuch über meinem Headset ist und ich schon durchs Headset irgendwie das störe. Okay. Ich muss mal kurz jetzt hier meine... Schlecht? Was? Siehst du, es geht schon los. So, ich habe keine Ahnung. Mir ist jetzt schon kochend heiß. Das ist ja der Wahnsinn. Ach. So, ich muss mal kurz an diesem Monitor etwas rumdrehen. Ja, mach mal. Dreh mal alles weg. Damit ich besser drauf gucken kann. So. Anni, wir haben das Foto schon runtergeladen, da machen wir eine Tasse von. Ja, genau, richtig. Das, so muss das sein. Genau. Oh, okay, Mann, und merke dir bitte, wenn ich sage links, dann auch links, ne? Und rechts ist rechts. Ey, Hilfe. Und nicht spontan wieder genau andersrum, nur weil du das kannst. Ich muss erstmal meine Tasten finden. Okay, 1, 2, 7, 8, alles klar. Ja. Vor allem, wie schön ruhig ich bei Mario rumstehe. Eigentlich lege ich mich hin und her. Ja, du bewegst dich ja auch. Seht bei dir im Stream. Ah ja, jetzt ja. Okay. Die Zeitkapsel. Ich bin jetzt übrigens sehr traurig, dass ich die ganzen Chat-Nachrichten nicht lesen kann. Aber ja, gut. Da schreibt keiner was. Okay. Okay. Oh so, Leute. Gott. Wird unterhaltsam, würde ich sagen. Mir ist jetzt schon warm. Oha. Oh Gott. So, Mario kann entweder drüber fliegen oder. Ich gucke auf Anis Monitor. Das glaube ich. Obwohl, nee, ich muss ja drinnen sehen, ne? Ja, hier geht's glaube ich noch so, aber dann, ja. Und dann fliege ich mal los. Oh Gott. Ja, solange ich wirklich keine Gleichgewichtsschwäche habe und hier vom Stuhl falle oder so. Das ist halt wirklich irre, wenn man gar nichts sieht. Die Schwanz-Action wird dann lustig. Ja, bitte. Oh je. Kurze Frage, falls du die beantworten kannst. Ist hier irgendwas tatsächlich echt aggro? Ja. Okay. Töhö, sagt er. Oh okay, Gott. Gut. Ja, ich würde sagen, wir können dann gleich mal loslegen. Ja. Ja. Regeln gibt es eigentlich keine. Also wenn ich dann da bin, dann sage ich, wo ungefähr das dann weitergeht. Ist aber eigentlich fast offensichtlich. Aber ja, kriegen wir ja hin, glaube ich. Kurze Frage, was Anni natürlich nicht gemacht hat, die Schlafsäcke nicht gebaut war. Was, Schlafsäcke? Nein. Hä, ja, welche Schlafsäcke? Okay, Anni hat gut zugehört. Oh nein, da musst du mich halt ziehen. Das ist halt so. Oh, ey, muss jedes Mal zurückfliegen. Ja, dann darf ich nicht sterben, dann mach das doch ordentlich. Du musst das ordentlich machen. So, Moment, ich will ganz kurz auf Uhr gucken. Mach mal.
Ja, wir können ja einen Rechts-Links-Test machen, einfach, ne, es geht ja auch nicht, sie hat es ja wahrscheinlich nicht in der Leiste unten, ne? Und nur im Inventar. Was denn? Die Schlafsäcke. Ne, ich habe ja gar nichts, wie gesagt. So, nee, hat sie tatsächlich nicht mitgenommen. Hab nur ich essen und trinken. Ja, ist noch alles in Ordnung. Ja, ihr seht das jetzt natürlich nur aus meiner Sicht. Wir werden auf jeden Fall dann im Nachhinein das Video noch hochladen auf YouTube. Auf jeden Fall. Mit der doppelten Ansicht sozusagen, also meiner, oder wir können auch einfach nur Anis Ansicht nehmen. Und so mal gucken, wie wir das so machen. So, dass ihr dann natürlich auch Anis Sicht dann mal seht, wie sie dann hier failt und stirbt und überhaupt. Und Spike Ping Pong, ne, Hashtag sage ich nur. Ja, gleich erleben. Und dann schauen wir mal. Ja, und ansonsten, wenn Zeit, Lust und Interesse besteht, kann ja auch Mario dann durchgeführt werden. Oh ja. Gleich die Ansicht von der First Person. Ja. So, du bist bereit? Ich bin nervös. Du bist nervös. Ich auch ein bisschen, muss ich sagen. Oh Gott, das geht so in die Hose, ey. Bin erstaunt, dass ich hier wirklich noch meinen Schreibtisch finde. Fühl mich gerade sehr verloren. So, dann würde ich sagen, dann legen wir los. Ja. Wir spielen heute Blinde Anni. Besonders Blinde Anni, muss man ja sagen. Wir sind sehr gespannt, wie oft Anni sterben wird. Oh Gott. Und vor allem auch, ob sie auf mich hört oder nicht. Ich versuch's. Muss sie über einen eigenen Schatten springen. Ob Anni das hinkriegt, das weiß ich noch nicht. Das ist natürlich so eine Sache. Wenn du lieb bist, dann ja. So, warte mal. Ich guck mal kurz hier so mit dem Vogel, dass ihr das vielleicht von oben seht. So, okay, dann leg mal los. Ja. Ich würde sagen, drehe ich mal ein kleines bisschen nach links. Stopp. Okay, geradeaus. Ja. Ja, lauf, 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 lauf. Weiter, weiter, weiter. Stopp, 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 stopp. Rechts, ein kleines Stück. Drehen oder? Ja, rechts drehen, natürlich, was sonst. Man kann ja auch einen Schritt nach rechts machen. Ja, weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, geradeaus. Oh Gott. Stück rechts. Geradeaus. In meinem Kopf ist jetzt schon ein ganz komischer Weg, ey. Weiter, 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 weiter. Weiter. Links. Oh, aua. Oh Gott. Das ist so bitter, wenn man das nur hört. Ja, links. Hallo, wohin muss ich? In der Links drehen, bitte. Oh, scheiße. Weiter, 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 weiter. Na, dreh mal. Hopp. Oh Gott. Oh. Ja? Vorsichtig geradeaus. Ja, ein Stück rechts. Oh, ja, geradeaus. So richtig? Noch ein Stück rechts. Okay. Weiter, 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 weiter. Geradeaus. Okay. Stopp. Muss ich selber erstmal gucken. Oh Mann. Erstmal selber orientieren hier. Oh mein Gott. okay. Ja? Geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Vielleicht kannst du ja sagen, ob ich irgendwie lange geradeaus drücken kann oder nicht, oder? Schritt nach rechts. Geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Schritt nach rechts. Okay, stopp. Ja, ja. Ein Stück geradeaus, bitte nicht zu weit. Da guckt ein Raptor durch die Wand. Was? Oh nein. Ich höre hier nur... ich höre Raptoren. Da könnte man an die reinschicken. Oh, ja. Hey, nein. Was. Gerade. Ja. Rechts, Schritt rechts. Weiter, weiter rechts. Gerade. Oh Gott, huch. Noch ein Stück. Ja. Rechts drehen. Ach Gott. Weiter, 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 weiter. So ein ganzes Stück geradeaus. Okay. Oh Mann. So, oh mein Gott, ich muss mal kurz orientieren hier. Okay, ich fühle mich wie beim Superball. Hier links, rechts, links. Ja, mal da hast du schon aber noch nicht Verzögerung im Superball. Wo geht's denn hin? Ich raus, mal ganz kurz gucken. Da hinten ist die Tür. Okay, dreh ich mal links, bitte. Ja. Ja. Oh, wie weit noch? Rechts, rechts, rechts. Gerade. Laufen? Ja. Weiter. Weiter, 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 weiter. So, das hier vorne ist wahrscheinlich alles Akro. Ich habe gerade die ganze Zeit Flügel im Gesicht. Ich höre hier nur Raptoren und noch irgendwas anderes. Das sind Dilophos auch. Ach, Dilo, stimmt. Kleine Dilos. Ich sehe irgendwie die ganze Zeit Flügel. Dilos, Moment, mal ganz kurz nach oben fliegen.
So viel zum Thema, wie lang oder wie lange dauert der Parcours? Guck mal ein Stück nach unten, bitte. Ah, weiter, ein kleines Schritt nach rechts. Oh Gott, sind wir bei diesem Ding, was wir in der Folge gesehen haben, wo es schon oben drüber geht? Nee, das sind wir noch nicht. Oh. Schritt nach rechts. Ein Stück nach links drehen. Weiter. Stopp. Ja. So, Es scheint für Mario auch anstrengend zu sein. Es ist etwas anstrengend. So, dann mach mal bitte, drück mal E. Lass mich rein! Du musst, glaube ich, noch. Ach, warte mal, sind die Türen offen? Achso, nicht alle Türen sind übrigens offen, ne? Ach, okay. Erkenne ich denn, welche Türen offen sind? Also ich? Also ich ja. Es sind immer, wenn du eine Farbe geöffnet hast, dann ist auch die andere Farbe auch offen. Also nicht offen, aber die geht dann auch zu öffnen. So. Also ich muss jetzt selber erstmal suchen, welche offen ist oder was? Das nee, du führst ja Anni da durch, aber wenn du jetzt, sag ich mal, die grüne aufgemacht hast, dann sind alle grün zum Öffnen. Also braun ist schon mal nicht offen. Ja, das ist blöd, ne? Das stimmt allerdings. Blöd, ne? Oh, schön, ey. Ja, dann bleibt ja eigentlich im Prinzip nur noch eine von den anderen Türen. Dreh ich mal nach rechts, bitte. Ja. Laufen die Dillos bei euch auch rum? Nee. Die stehen. Also einer läuft. Ja, auch jetzt laufen sie. Wie weit noch? Moment. Die laufen gerade wild durch die Gegend. Ja, dann halt mal auf neutral, bitte, Mario. Ich kann nichts pfeifen, ich sehe nichts. Also, mal kurz gucken. Was habe ich denn für eine Taste bei mir eingestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Gott, sind da für eine Taste? Hyphen. Keine Ahnung. Hyphen ist nicht hinterlegt, wenn du eine deutsche Tastatur hast. Na. Musst du neu belegen. T gedrückt halten, oder? Stimmt, das müsste auch gehen, dann siehst du ja auch das Menü. Moment, jetzt habe ich gerade erstmal. Ich mach gelöscht. Okay, ist natürlich doof. Aber haut er sich hin, Moment. Okay, drück mal lange T. Wie Chris meinte. Wo haben wir es denn? Whistle. All follow. Neutral. Gibt's nur. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle neutral sind. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil hier steht Follow all. Also da gibt es schon direkt ein Dings mit all. Stop. Ich weiß nicht, hier flog doch einer mit einem blauen Helm rum. Wer war denn das? Ist das ein blauer Helm? Wer fliegt denn da rum auf dem Argentavis? Zora. Vielleicht kann ich das. Ich gehe mal runter in den Chat. Oder hoch. Ja. User left your channel. Sieht alles sehr ungesund aus, muss ich sagen, für Anni. Das ist schön. Ich ergebe mich ja einfach in mein Schicksal. Ne? So. Hab immer so Angst, dass ich gegen das Mikrofon ponke, weil ich halt nichts sehe. Jetzt ist ich war schon ein paar Mal mit der Nase dran. Irgendwie auf Follow. Okay, so kommt mit, ist jetzt dann auch hier. Ah, alles klar. Check. Jo. Also da ist gerade einer auf Follow. Guten Tag. Tag. Hallo. Kannst du die alle mal auf neutral pfeifen, bitte? Ja, ich muss den Stream ausmachen. Sonst geht da nichts mehr. Hört sich alles doppelt und dreifach an. Ich habe halt beim, wenn ich T gedrückt halte, halt irgendwie nur einer auf Follow. Einer auf neutral. Er zeigt ja immer nur an, einmal neutral, aber dann müssten eigentlich alle neutral sein. Hast du das schon gemacht oder irgendwie? Weiß ich nicht. Wenn du T gedrückt hältst? Ja, ja. Okay. Ich war nur verwirrt, weil da oben steht halt Whistle Follow All in Klammern. Deswegen dachte ich, es gibt es vielleicht auch für neutral, für All. Oh, Christian ist gerade rausgeflogen. Oh, yep. So, okay. Und so kannst du dann im nächsten Gehege die Viecher dann
Also mindestens eins auf Aggro stellen, bitte. Das, wo du eben mit dem Archie drinnen hingst. Ja. Das Gehege, ja. Einen auf was? Auf Aggro. Aggro. Kannst auch mehrere auf Aggro, es geht auch. Alles, was alles. So geht. Ich hab ja ein Speer mit. Alles auf Aggro, ja. Das ist, ob das was wird, weiß ich noch nicht. Ja, ich komme gerade wieder. Ich bin extra rausgegangen. Vielleicht sehe ich jetzt auch was. Ja, Peter, wir werden es gleich sehen mit den Türen. Also, Chris meint ja schon, wenn einer von der Farbe aufgeht, dann gehen auch alle anderen von der Farbe auf. Da Braun ja schon gerade nicht aufging und in der nächsten Box hier drüben keine rote Tür ist, weil dann muss es ja nur die grüne sein. Okay, ich bin wieder da, ich sehe auch wieder Schrift. Von der reinen Logik her. Okay, dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Ja, dann. Rechts ein Stück. Geradeaus. Stopp. Links drehen. Ja. Ja, einen kleinen Schritt nach rechts. Stopp. Nee, einen Schritt nach rechts sagte ich nicht. Ach, drehen. Schritt? Oh. Links drehen. Oh, ein bisschen geradeaus gucken. Also ein bisschen weiter runter gucken. Ach so. Ja, mal einen Schritt nach vorne. Einen kleinen Schritt nach rechts. Noch einen Schritt. Und mach mal die Tür auf, bitte. Geht die nicht auf? Dö, dö. Hast du den Pronto auf Akku gestellt? Eigentlich nicht, nein. Lass mich rein oder raus. Ich kämpfe da schon irgendwas. Oh, ja, jetzt rennen alle durcheinander. Jetzt rasten sie alle aus. Oh Mann. Ich ahne schon, mein Schicksal wird mich bald ereilen. Sag Bescheid, wenn ich mich irgendwie verteidigen muss, ne? Nee, also, da ist erstmal okay. Das ist ein Gang, da stehst du sicher. Okay. Okay, haben sich alle wieder beruhigt. Mhm. Wobei der Trike dann noch eskaliert gerade. Der rennt irgendwie gerade merkwürdig rum. Haben die gleiche Farbe von Braun her? Oder hast du zwei unterschiedliche Brauntöne genommen? Nee, es ist nur ein Braunton gewesen. Das eine müsste lila sein. Naja. Rot. Naja, rot, genau. Du hast ja gesagt, wenn eine von der Farbe aufgeht, gehen die anderen auch auf. Ja. Hm. Alle guten Dinge sind drei. Von der reinen Logik her hätte ich ja gesagt, es kann ja nur die grüne sein. Aber die geht nicht auf. Hm. Weil braun ging nicht auf und die führt auch nur in den Raum rein und eine rote gibt's da nicht. Und doch. Das sind vier Türen. Ja, ja, genau, aber die eine braune ging ja nicht auf, das heißt, alle braunen gehen nicht auf. Richtig. Da sind ja nur zwei braune, eine rote, eine grüne. Genau. Ach so, Moment, ja, warte mal. Guten Morgen. Nee, ich hab das jetzt schon, verstanden, einen kleinen Denkfehler gerade. So, dann guck mal ein Stück nach unten, warum guckst du eigentlich immer nach oben? Ich weiß nicht. Weiter nach unten. Ja? Ja. Nee, nicht so weit. Geradeaus. Geradeaus laufen. Ja. Stück rechts. Drehen. Aha. Ja, geradeaus. Laufen. Geradeaus. Laufen. Weiter. Stopp, nicht so weit. Oh Gott. Dann rennst du mal gleich los. Ja. Zurück, einen Schritt zurück. Weiter. Stopp. Rechts drehen. Geradeaus, einen kleinen Schritt. Und mach mal die Tür auf, bitte. Ein vertrautes Geräusch. Ja, dann gehen wir rein da, in die gute Stube. Rechts bitte drehen. So? Rechts drehen. Weiter. Gerade. Ey, ich habe das Gefühl, ich habe mich schon um 360 Grad gedreht. Du drehst dich ja auch die ganze Zeit im Kreis. So. Jetzt links bitte. Weiter. Stopp. Einen kleinen Schritt nach rechts. Schritt, einen kleinen. Ja, gerade. Links. Links drehen. Weiter. Ja. Gerade, einen kleinen Schritt. Nach links? Laufen. Nach links. Ja, geradeaus. Rechts drehen, Tür aufmachen. Oh Mann. Okay. Und lass das Diloy liegen. Was? Diloy? Ja, damit. Ja, Okay. Einmal bitte rechts ein kleines Schrittchen drehen. Ach nee, bei dir ist es geradeaus, bei mir sieht es anders aus. Okay.
Schritt nach drin, ja. Rechts drehen. Soll ich irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen? Nein. Rechts drehen. Ja. Tür schließen. Gerade. Ja. Stopp. Klein Schritt zurück. Rechts drehen. Weiter. Stopp. Ein Stück nach unten gucken. Gerade. Tür aufmachen. Weiter. Okay. Dann Rinder in die gute Stube. Links drehen. Weiter. Geradeaus. Das ist so geil, weiter. Wenn man diese ganzen Strukturen im Kopf hat. Links. Links. Links drehen, weiter. Gerade. Ein Schritt nach links. Stopp. Tür aufmachen. Geradeaus. Weiter. Stopp. Links drehen. Mhm. Weiter. Stopp. Geradeaus. Tür aufmachen. Uiuiui. Also noch bin ich der Meinung, ich schlage mich gut. Ich höre auf Mario. Ja, ausnahmsweise. Also einmal habe ich mir erst wehgetan, ne? Ja, dann gerade. Achso, achtest du irgendwie auf meine Lebensanzeige? Ja, so, ist alles in Ordnung. Essen und so? Ja, ist alles in Ordnung. Alles noch voll. Oh, geradeaus. Weiter. Schritt nach links. Gerade. Weiter. Rechts drehen. Tür aufmachen. Und durch. Juhu. Oh, jetzt kommt der schwierige Teil. Oh Gott. Schwierig klingt nicht gut. Nee, guck mal ein Stück nach unten etwas. Oh, okay. Einen Schritt geradeaus. Oh, rechts drehen. Ja. E drücken. Und nach oben klettern. What? Bin ich, Ja, ja. Oh Gott. Okay, guck mal ein bisschen gerade runter. Oh nein, das ist die Stelle mit dem Fallschirm. Mit dem Bronto. Bronto. Ein Stück gerade runter gucken. Geradeaus. Ja, weiter. Drück mal E. Und nach oben klettern. Ich muss selber erstmal gucken, wie das hier funktioniert mit dem Bronto. Irgendwie habe ich irgendwas gehört. Ist hier irgendwer was? Oh Gott, es trampelt. Ja. Bleib mal kurz stehen. Ja. Oh Gott. Oh. Der Bronto hört sich ab. Nicht gut an. Ja, da ist nur ein Trike, der gerade hier rumstresst. Oh je. Sora, kannst du dich mal um den den Trike kümmern? Yep. Bitte. Hat gerade geklingelt. Das Pech. Ist keiner da. Das klingelt ja nicht ohne Grund. Moment, ich mal kurz auf. Gut, Mario muss mal vorne an der Tür gucken, wer da ist. Wer klingelt denn um diese Uhrzeit? An einem Wochenende. Ich höre irgendwie. Ja, schon. Nee. Okay. Nee? Auch nur. Naja, sollte trinken. Nee, das schwimmt da hinten weg. Wer weiß, wer hier jetzt so heimlich still und leise geklingelt hat. Ja, also mein Arc braucht gerade aktuell 7,5 Gigabyte. An RAM? RAM, Arbeitsspeicher, ja. Krass. Ja, also irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ja, sonst wirklich einfach mal runterschmeißen und dann nochmal neu installieren. Oder halt komplett Betriebssystem nochmal neu aufspielen. Ja, da habe ich so meine Bauchschmerzen bei Windows 10. Ja, Windows 10 muss es vielleicht auch nicht sein. Ich habe hier heute auch nur Probleme. Übrigens sieht Mario bei mir sehr lustig aus. Er hängt 2 Meter hinter Valkyria. Das ist schön. Ja, bei mir auch. In der Luft. Gut. Quasi. Sitzend? Ja. Ja.
Ja, ich habe das irgendwie immer jetzt bei Primitiv Plus, wenn ich irgendwie was in der Hand habe oder in meinem Inventar bin oder sowas, dass meine Figur stocksteif aussieht. Ja, du bist dann ein Streichholzmännchen. Das ist voll krass. Aber es ist nur bei Primitiv Plus so. Ist das bei euch auch so? Ja. Ja, ja, so habe ich Jackie auch immer gesehen. Ja. Ganz schlimm bei den weiblichen Charakteren. Warum auch immer. Oh mein Gott! Boah, passiert hier irgendwas? Ja, ich krieg die Krise. Der Track war doch weg. Und stehst du unten? Ich weiß nicht, ich habe nichts mitgekriegt. Ich höre nur also irgendwie Lebenspunkte. Ja, du lebst so, da ist er wieder. Ich lebe noch. Keine Ahnung, wer das war an der Tür. Irgendwie im ganzen Haus geklingelt. Okay. Klingelstreiche vielleicht? Nee, hat mehrmals geklingelt. Also so lange bleibt auch keiner stehen. Hm. Ja, der Pronto hat dich wahrscheinlich runtergeboxt oder so. Ja, okay. Soll ich mir irgendwie was essen oder so? Ja. Warte mal, war acht. Das... Ja. 7 oder 8? 8. Ja, korrekt. Oh, reicht. So, okay. Mal kurz gucken, wo du gerade stehst. Ja, Anni wurde runtergeschmissen. Müssen wir nochmal hochputzen. Boah, ich habe ja auch irgendwie ein bisschen Leck, muss ich sagen. Ja, es leckt ein bisschen. Ich habe jetzt alles auf passiv gestellt. Eigentlich sollten die Patschis unten auf Aggro stehen, dass wenn Anni runtergeboxt wird, dass sie dann... Ja. Naja, korrekt. So, dreh ich mal rechts, bitte. Hier folgt da eine Patschi noch. Beziehungsweise, warte mal, kommt man da hinten hoch? Ich weiß gar nicht. Geh mal geradeaus. Mhm. Guck mal ein Stück nach vorne, also unten. Okay, weiter. Mal geradeaus. Jo, geh mal Schritt links. Nee, Schritt links. Ach so, Schritt. Weiter. Geradeaus. Nee, dreh ich mal ein Stück rechts. Stopp. Ein Stück nach links. Stopp. Au! Was denn? Irgendwie habe ich gerade Schmerzen. Mich hat irgendwas geboxt. Nein, ich hatte nichts geboxt. Dann boxt hier irgendwer anders. Ja, Christian boxt gerade. Achso. So, geh mal geradeaus. Dreh ich mal einen Schritt nach rechts. Rechts oder links? Ich glaube, der Apache-Schwanz ist im Weg. Dreh ich mal ein Stück nach rechts. Stopp. Geradeaus. Weiter. So, geh mal links, Schritt links. Weiter. Nee, nicht so weit. Ein Schritt, das ist bei dir mal ein Kilometer. Einen kleinen Schritt nach links. Ja. Noch ein Schritt. Ja. Noch ein Schritt. Hm. Drück mal E. Okay, versuch mal nach oben zu klettern. Ich weiß natürlich nicht, ob es geht jetzt hier durch das... Oh Gott, hänge ich noch dran? Drück mal E. Nee, okay, das geht an der Stelle nicht. Dann müssen wir... Geh mal einen Schritt zurück. Weiter. Ja, ich kann auch schnell einen Catwalk wegnehmen. Ja, oder so. Ich weiß gar nicht, hier vorne müsste es, glaube ich, hochspringen oder so. Wie Chennys YouTube-Kanal heißt, ehrlich gesagt, habe ich den gerade nicht im Kopf, wie der heißt. Kann der Clemens vielleicht mal einen Link posten? Gerade. Geradeaus. Na, einen kleinen Schritt nach links. Nee, einen kleinen Schritt. Du gehst hier 5000 Schritte. Rechts. Kleinen Schritt. E drücken. Nach oben klettern. Okay. Okay. Guck mal ein Stück nach unten. Geradeaus. Mal E drücken. Drück mal E. Nach oben klettern. Schon wieder? Nee, wir sind... Oh Gott! Wo rennst du denn hin? Was denn? Du rennst hier gleich wieder einen Kilometer nach vorne. Du kannst Glück haben, dass hier... das nicht nach unten ging. Okay, Moment. Mal kurz woanders parken. Ich an ihn in den Tod schicke. So, dreh ich mal nach links, bitte. Ja, das war's doch mit Absicht. Du bist losgerannt. Ja. Guck mal ein bisschen nach unten, ich sehe nichts. Oh mein Gott, da ist alles, da ist so hell. Auf dem Monitor kennt man gar nichts, ey. Weiter, dreh ein kleines Schrittchen. Okay, stopp. Mach mal einen kleinen Schritt nach links. Noch einen kleinen Schritt. Noch einen kleinen Schritt. Okay, stopp. Millimeter nach rechts drehen. Geradeaus. Oh mein Gott, wahrscheinlich geht das gleich richtig in die Hose. Weiter. Ich mache jetzt immer nur so Mini-Schritte. Naja. Mal gucken, ob das funktioniert. Sag Bescheid, wie lange. Ja, weiter. Mann, gib mal Stoff. Stopp. Siehst du? Ja, nicht so schnell.
Mann! Moment. Okay, kleinen Schritt nach links. Noch einen kleinen Schritt. Noch einen kleinen Schritt. Guck mal ein Stück nach unten, bitte. Okay, mal noch einen kleinen Schritt. Nach links. Ja. Noch einen Schritt. Geradeaus. Mhm, weiter, weiter, weiter. Schritt nach links. Oh mein Gott. Das ist anstrengend. Ihr glaubt das gar nicht, wie anstrengend das ist. Gerade. Weiter. Schritt nach links. Einen kleinen Schritt nach rechts. Wirklich einen kleinen Schritt. Noch einen kleinen Schritt. Noch einen kleinen Schritt. Ja, noch einen Schritt. Okay, also gerade. An irgendeiner Stelle muss er dann ein bisschen Gas geben, weil sonst backt man ja runter. Oh Gott. Guck mal ein Stück geradeaus. Also ein Stück höher, bitte. Und Schritt nach links. Nee, ein kleines Stückchen. Oh mein Gott. Das geht jetzt bestimmt gleich in die Hose. Also sag mir an, wenn irgendwas mit Springen sein sollte oder so. Guck mal ein Stück nach hinten, unten. Mal kurz gucken, wo die Mauer ist. Okay. Naja, ich würde sagen, wir rennen einfach mal los gleich. Okay. Also wir rennen oder kann ich einfach gedrückt lassen, ohne jetzt richtig zu rennen? Ja, also mit Schiff kannst du schon lossprinten. Oh Gott. Einfach nur geradeaus? Ja, ich hoffe, das reicht. Muss ich springen? Ja, du kannst dann. Ich kann dir ja nicht sagen, wann du springen sollst. Oh. Renne einfach los. Oh Gott. Ich renne los. Ja, ja. Ja, alles super. Alles Bombe. Okay. Stopp. Nicht gleich wieder sonst wohin rennen. Das ist so leicht gesagt, ey, bis diese Nachricht in meinem Hirn angekommen ist, dass ich die Tasten loslassen soll. Ja. Ah. Naja, auf einem Bronto-Schwanz lang zu balancieren ist nun mal nicht so einfach. Ach wie soll ich das beschreiben? Ach, hallo Bronto. Ach, cool. Schritt nach links. Ja. Weiter. Kannst du mal ein paar mehr Schritte machen? Weiter. Na, gib mal Gas. Na, richtig. Na, stopp. Tür öffnen. Geradeaus. Erstmal rennen in die gute Stube. So, stopp. Links drehen. Schritt nach links. Noch einen Schritt. E drücken. Nach oben klettern. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Kommen wir nie lebend an. Ich will mal ganz kurz gucken, was hier. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ach du Kacke. Ich warte gerade auf das Geräusch, dass ich oben angekommen bin. Das geht ziemlich weit nach oben. Okay. Ich kann schon mal sagen, du brauchst den Fallschirm. Oh nein. Da habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Bitte auf der roten Plattform landen. Was? Wo ist die rote Plattform? Ach, hier unten. Also ungefähr. Also man sollte vielleicht nicht direkt im Rex-Spawn landen. Oh mein Gott, das kriegen wir nie hin. Ich mal kurz gucken, wo Anni ist. Moment, stopp. Okay, ich bin noch an der Leiter, sonst hätte ich schon Bescheid gegeben. Das geht ziemlich weit nach oben. Kann ich noch weiterlaufen? Ja, weiter. Oh Mann. Ja, nein, du hast losgelassen. Drück mal 1. Okay, der Fallschirm geht nicht auf. Au! Oh! Ja, das war zu, ups. Ups! Ja, das Problem ist, ich würde gerne mehr hingucken zu Anni mit meinem Charakter, aber das geht halt so schlecht. Ja, dann musst du jetzt mal irgendwas auswählen, weil ich kann ja jetzt schlecht den Screen sehen. Ja, dann hast du irgendwie losgelassen, keine Ahnung. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich weiterkrabbeln. Oder klettern. Ich glaube, du musst erstmal irgendwo respawnen. Ach, du hast ja nicht mal ein Bett. Wo spawnen wir dich am besten mal, ohne dass du drauf gehst? Ich weiß nicht, du kannst ja quasi in unserer Base und dann ziehst du mich ran. Dann stellst du dich irgendwo hin, wo... Weiß nicht, wo ich dann wieder hin muss. Tod Nummer 1 übrigens erst. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Die Wetten standen teilweise bei 23. Ja, das Problem ist, also es ist ja nicht das Problem mit dem Spectator-Mode oder mit dem Fliegen oder sonstiges. Das Problem ist ja, ich muss ja gleichzeitig auf Annis Bildschirm gucken und mich drehen. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Oh, es ist kalt hier. Ja, es ist kalt. Die Frage ist, wo liegen die Klamotten? Da oben liegen sie. Ja, ich krieg mir ein Patchen mal ran. Oh, cheat. Wir fliegen mal kurz rum.
stelle mich jetzt genau vor, Anni, dass sie vielleicht kurz lugen kann und sich anziehen kann. Dann sieht sie halt für den Rest halt nichts mehr. Ist halt die Frage, wie kommst du jetzt ran? Ja, oder ihr geht beide in die, ins Häuschen rein. Dann sieht Anja auch nicht. Ja. Dann kannst du kurz die Binde hochschieben und dann. Ja, dreh ich mal rechts bitte. Darf ich kurz gucken? Nein. Nein? Okay, Mario sagt, ich darf nicht gucken. Rechts drehen. Ja. Rechts drehen. Ja, geradeaus. Links. Ein Stück. Ja, geradeaus. Okay, stopp. Gut, dann lassen wir euch kurz allein. Wir gehen in die Färbung. Mal kurz im stillen Kämmerlein hier. Ja, so, ja, ja. Kann es kurz abnehmen. Oh Mann. Oh, ist das hell hier in diesem Raum. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Du machst immer das Licht an, kann ich nichts dafür. So, hier, nehmen wir mal ein ganzes Zeug mit. Den Chat kann ich gerade trotzdem nicht lesen, weil ich habe meine Brille nicht auf und das bedeutet, ich bin unglaublich blind. Ich erkenne jetzt hier gerade nur, dass irgendwelche Päckchen auf dem Boden liegen. Ist quasi doppelt abgesichert. So. So, zieh dich an und du weißt hier, ne, kannst gleich die Leiter nehmen. Ja. So. Okay. Fallschirm hast du noch? Ein Fallschirm habe ich noch, ja. So. Augenblick wieder auf. Jo. Ja, Dorsche, ich probiere das mal eben, das ist gar keine schlechte Idee. Was? Nicht für dich. Du musst einfach hier gar nicht zuhören. So wie immer. Stopp. Habe ich irgendwas von Klettern gesagt? Nein. Ich muss mal kurz mein Zeug rauspacken. Weil sonst ist es nämlich weg, wenn ich in den Spectator-Mode gehe. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Könnte durchaus funktionieren. Habe ich noch irgendwas in der Tasche? Nö, bis auf das Zeug ist. Ist auch eine gute Art, um mich zum Schweigen zu bringen, ne? Ich kann einfach nichts sehen und dementsprechend kann ich auch nicht über das reden, was ich hier sehe und was ich lese. Also bin ich still. Na toll. Mir fehlt gerade selber mein Gequatsche. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Mir nicht. Toll. So, ja, danke für den Tipp, Dosche. Hervorragend, gute Idee. Jetzt haben wir nämlich Manis Blickfeld. Ja, und hallo, Dosche. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass du da bist. Wer ist denn noch alles so gekommen in der letzten Zeit? Ich kann Klaus auf jeden Fall noch dazu kommen. Ich kann, ja, jetzt, moin, Klaus. Ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit auf den Chat gucken, weil ich muss ja gucken, wo du langläufst. So, ja, das stimmt. Dann hallo an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Ich folge dir jetzt übrigens im Spectator-Mode. Okay, alles klar. Dann erzähl mal. Ja, dann gib mal Gas. Wohin denn? Na, gerade hoch. Ist das eine lange Leiter? Allerdings bewegt sich Anni gerade nicht. Ist natürlich schade. Moment. Hä? Okay. Also mit dem Spectator-Mode haut das hier noch nicht so ganz hin. Kann ich weiter? Moment, ich mal ganz kurz folgen. So, eigentlich habe ich... Geh mal ganz kurz ein Stück nach oben. Bei mir bewegst du dich nicht. Okay, das muss... Das kann aber der Anzeigefehler sein, wenn man halt irgendwie... Ich weiß nicht, das haben wir doch halt auch, wenn man irgendwas in der Hand hat. Vielleicht ist es auch bei Leitern jetzt. Keine Ahnung. Nee, normalerweise im Spectator-Mode ist ja nicht das... Oh. Jetzt beobachte ich erstmal die ganzen anderen, aber ich... Anni bewegt sich bei mir nicht im Spectator-Mode. Ist die anderen schade. Schon? Ja, die anderen bewegen sich, aber du bewegst dich nicht. Dann schalter mal weiter durch. Vielleicht ist es nur auf der Leiter das Problem. Den Jürgen sehe ich schon mal, wie er mit seinem Alu rumrennt. Ein bisschen spionieren. Na jetzt, ja, okay, weiter. Ah, okay, jetzt geht es bei dir. Warum auch immer. Wie weit ist die Leiter? Na, weiter. Lange Leiter. So, nach oben. Weiter. Na, immer mal zu. Ich renne. Wenn du hörst, dass die Leiter nicht mehr klackert, dann einfach die 1 drücken. Ja, gleich danach? Es gibt keine Plattform. Ach was? Ach so. Die ist einfach zu Ende. Oh Gott, kannst du dann einfach nochmal, also oh Gott. Ja, gib mal noch Gas, ist noch ein Stück. Genau, wir glotzen jetzt auf Annis Arsch. Ja, hübscher Arsch. Mit Lederhosen. Na, weiter. Ich trau mich nicht, ich hab Angst. So, 10 Meter hast du noch. Ich muss meine 1 erstmal finden. Da ist die 1.
Oh Gott. Ja, bis eine Sekunde hast du ja noch. Okay, also noch ein Schritt. Weiter. Okay, weiter. Du bist jetzt so ziemlich fast ganz oben. Zwei Sprossen fehlen noch oder drei. Ich würde jetzt einfach laufen, wenn ich höre, dass die Leiter aufhört, drücke ich eins. Ja, ich hoffe, Christian hat es irgendwann getestet, ob es funktioniert. Ja, dann. Ja. Okay, und da, wo ich gelandet bin, habe ich die Plattform angebaut. Okay, du musst jetzt mal ein bisschen drehen. Welche Richtung? Nee, ist ja egal. Links oder rechts. Drauf geschissen. Weiter. Weiter drehen. Weit? Nein, nicht wieder zurück, Mann. Ich sehe dreh nicht nach links. Links. Ja? Gib mal geradeaus. Warum drehst du nicht rechts? Ich sag geradeaus. Links. Dreh ich doch mal links. Hallo, links. Ich dreh mich nach links. Links. Weiter geradeaus. Geradeaus. Du landest sonst wo. Jedenfalls nicht mal ansatzweise auf der roten Plattform. Ja, weiter? Ja, du wirst gleich irgendwo sonst wo landen. Keine Ahnung. Hallo? Links ein Stück. Ja, es geht zum Glück bergab hier in der Gegend. Ja? Ein Stück rechts drehen. Okay. Drück mal ein Stück zurück. Muss ein bisschen langsamer werden. Ein Stück rechts drehen. Geradeaus. Oh mein Gott. Rechts drehen, ganz scharf rechts. Weiter. Weiter. Geradeaus. Weiter, ein Stück links. Immer noch geradeaus drücken. Leertaste. Naja, fast. Au! Naja, was war das? Knapp daneben. Puh. Oh Gott, was ist da? Da ist laut. Ja, jetzt okay. Hier machen wir da, wo der Kretzer hinguckt. Okay, ja. Puh. Dann geradeaus. Links. Ja, geradeaus. Das Problem ist, ich sehe halt jetzt weiter geradeaus. Oh, guck mal ein Stück geradeaus, bitte. Also nach unten. Ich sehe gar nichts bei dir. Weiter, runter. Ja, geradeaus. Ey, wohin gucke ich denn immer, sag mal? Hans, guck in die Luft. Geradeaus. Laufen. Ja. Weiter. Ja, ist ein Quetzi. Weiter. So, spring mal hoch. Kommst du da hoch? Nee, okay, dann müssen wir einen Schritt nach rechts. Noch einen Schritt. Geradeaus, ein Stück. Also stopp. Links. Und links drehen. Links drehen. Stopp. Geradeaus. Das sieht auf meinem Bildschirm echt immer ein bisschen komisch aus. Ja, weiter. Es hört sich an, als ob ich auf Holz laufe. Ja, guck mal ein Stück gerade, also runter. Und drück mal E. Okay, nach oben. Das Problem ist natürlich, ich sehe jetzt auch nicht, wo es lang geht. So, einfach nur geradeaus laufen. E. Ja? Ja, warte mal kurz. Mal kurz gucken, was hier drüben ist. Okay, immer rüber über die Mauer. Na, hoch. Du hörst da, wenn eine Leiter ist. Weiter. E. Und wieder hoch. Und nach oben. Oh, vorne nicht geradeaus laufen, bitte. Ja? Einmal bitte rechts drehen. Weiter. Du sagst sogar schon bitte. Ja, du hörst ja sonst nie. Krass. Noch ein Stück rechts. Ach so, rechts. Ja, da haben wir es schon wieder. Da haben sich rote Zahlen. Guck mal bitte nach unten, kurz. Noch ein Stück. Mal gucken. Okay, noch ein Stück nach rechts drehen. Nicht so weit. Okay, geradeaus. Noch ein Schritt. Rechts drehen. Ja. Weiter. Geradeaus. Kleinen Schritt nach links. Noch einen kleinen Schritt. Naja, vielleicht einen größeren Schritt. Na komm, noch einen Schritt. Hopp, noch einen Schritt. E. Oh Mann. Okay, nach oben. Bitte oben niemals geradeaus drücken. Dann, bitte ja? Mir einfach Bescheid geben, ob es eine lange Leiter ist oder eine kurze Leiter. Ist eine, das hilft schon. 20 Zentimeter, sag ich nur. Los. Links. Links? Links drehen. Ach so. Ja, geradeaus. Geradeaus laufen. Ja, weiter. Ja, ein Stück links drehen. Nicht so weit. Dein Stück nach rechts. Dein Schritt nach rechts. Ja, ist ein Quetzi. Ja, geh da mal einen kleinen Schritt nach rechts. Also, nee, gucken. Nee, links. Ich sag einen kleinen. Ja. Ach, du drehst dich zu weit. Geh mal geradeaus. Geh mal rein da. Oh. Ja, geh mal Gas. Ja, rein da.
Als ob ich weiß, wo ich reinlaufe. Ja, jetzt weißt du, komm durch. So. Links, geil. Schritt nach links, einen größeren. Kannst du mir aber beschreiben, geradeaus. Was man da sieht? Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier weitergeht. Ja. Ich kann das grob dann sagen. Ja, ich scroll mal ein bisschen raus. Ach du Kacke. Puh. Ja, hier sind auf jeden Fall ganz viele Häuser und ganz viele Spikes und ich habe keine Ahnung. Okay, geh erstmal, dreh ich mal einen kleinen Schritt nach rechts. Geradeaus. Ja. Also man kann sich an den Spikes vorbeimogeln, ich habe es ja nur reingestellt, damit man da nicht durchrennen kann. Nein, das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wo der Ausgang ist. Na, ich sehe das nicht im Spectator-Mode. Achso, soll ich die Grobjustierung machen? Na ungefähr wo ist denn der Ausgang? Hinten irgendwo? Ach, da geradezu. Genau, Anni guckt schon in die richtige Richtung. Ah, da wo die ganzen Spikes hin sind, alles klar. Ja. So, okay, ich muss selber erstmal gucken. Okay, geh mal einen Schritt nach rechts, oder zwei Schritt, drei Schritt. Weiter. Na, mach mal. Na, Mensch. Na, lauf doch mal. Stopp. Geradeaus. Muss man denn durch ein Haus durch? Wahrscheinlich schon, ne? Nein. Nicht? Nein. Okay, dann muss ich mal gucken, wo die Spikes offen sind. Geh erstmal geradeaus. Langsam vorangehen. Bis ich Stopp sage. Na, lauf mal. Du läufst da nicht. Oh, dreh ich mal ein Stück nach rechts. Ja, geradeaus, lauf mal. Oh shit, kommen wir hinten überhaupt durch? Ja. Moment. Willkommen entgegen. Ach, wir müssen da hinten lang, alles klar. So, ja, ich sehe schon, dass wir hier durch können. So wie Christian das gerade gemacht hat. So, jetzt bitte einmal nach links drehen. Weiter, stopp. Guck mal ein bisschen geradeaus, also ein bisschen runter. Minischritt nach links. So, geh mal geradeaus. Langsam, ne, einen kleinen Minischritt nach links. Noch einen kleinen Schritt. Geradeaus. Weiter. Okay, durchgemogelt. Geradeaus. Ohne Ende geradeaus? Nee, stopp mal kurz. Gucken, wo es hier weitergeht. Weiter geradeaus. Oh, aua! Ja. Hallo? Ist okay, es war eine kleine Ecke. So, geradeaus. Dreh dich ein Stück nach rechts, bitte. Ja, vorsichtig geradeaus. Na, weiter. Kleinen Schritt nach rechts. Hups. Ja. Geradeaus. Oh mein Gott, da kommt wieder so ein Spike-Wall. Weiter. Geradeaus oder rechts? Ja, geradeaus. Stopp. Oh mein Gott. Anni rennt schon wieder in sie verderben. Ja, der war knapp. Bitte, ja, der war knapp. Da war schon ein Spike im Auge. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe gar kein rechts. Problem. Ich habe gar keine Angst. Nochmal einen großen Schritt. Nach rechts. Ja, weiter. Weiter. Nee, stopp. Okay, mal kurz gucken. Geradeaus. Kleinen Schritt nach links. Noch einen kleinen Schritt. Dann drehe ich mal ein bisschen nach links, bitte. Nee, nicht so weit. Einen kleinen Schritt nach links. Geradeaus. Okay, weiter. Oh, jetzt haben wir ja noch zwei Wege. Okay, wir nehmen den rechten. Der sieht einfacher aus. Rechts drehen, bitte. Du weißt schon, dass einfacher meistens falsch geradeaus. Ist. Geradeaus. Ordentlich langsam, geradeaus? Langsam geradeaus laufen. Weiter. Au! Mann! Ja, nein, au! Nicht bewegen. Au! Ja, das links ist noch enger. Glaub nicht, dass links durchgeht. Ich muss was essen, bestimmt. Nein, muss ich nicht. Ach Mann. Kleinen Schritt nach rechts. Weiter. Geradeaus? Nein, rechts. Weiter. Noch einen kleinen Schritt. Gerade. Na, ja. Minischritt nach rechts. Noch einen kleinen. Gerade. Boah, das sieht auf Anis Bildschirm ganz anders aus, muss ich sagen. Okay, das ist ein bisschen tricky. Kleinen Schritt nach links. Ja, okay, gerade. Boah, stopp. Kleinen Schritt nach rechts, bitte. Da kriegt man ja Schweißausbrüche.
Gerade, vorsichtig. Noch ein Schritt. Weiter, weiter, weiter. Wenn du sagst, weiter, weiter, immer weiter. Immer kleine Schritte. Ja. Ja, du rennst immer gleich los. Weiter. Au, Mann! Stopp, nicht. Wo muss ich hin? Stopp, stehen bleiben. Ja, das ist eine kleine Kante da vorne. Au. Geradeaus. Kleinen Schritt. Weiter. Noch ein Schritt. Ja, das sieht halt, guck mal, ein klein wenig Stück nach links. Nach links gucken, nicht bewegen. Ach so. Ja, guck mal ein Stück nach unten. Nee, du guckst zu weit. Einmal nach rechts drehen, bitte. Geradeaus, vorsichtig. Boah. Spike-Ping-Pong sag ich da nur, Freunde. Aber wirklich. Weiter. Das Problem ist, er hat links keine Kante. Also an sich sieht's gut aus, aber hat gerade schon nicht funktioniert. Geradeaus einen kleinen Schritt. Weiter. Ich hab gekackt. Anni hat gekackt. Hervorragend. Weil der Angst, tschüss. Ja, weiter. Weiter. Noch einen Schritt. Okay, dreh ich mal ein Stück nach links. Geradeaus. Nee, nicht so weit. Ja, geradeaus. Machen wir 2, 3 Schritte. Ja, größere. Noch einen kleinen Schritt. Okay, ach du Scheiße. Jetzt kommt der spannende Part. Ja, guck mal ein Stück nach unten. Rechts. Au! Nee, das war Christian. Oh, mein Gott. Geradeaus. Laufen? Ja, 2 Schritte. Noch einen Schritt. Dann machst du so kleine Schritte. Noch einen Schritt. Nein, oh mein Gott. Du hast gemeckert. Da rennst du gleich los, aber nicht, wenn du schon 5 Schritte gemacht hast. So, rechts drehen, bitte. Welche Richtung? Rechts drehen, bitte, sag ich. Rechts drehen. Ich habe jetzt drehen verstanden. Weiter. Stopp. Jetzt Vorsicht. Geradeaus laufen. Wenn ich sag, ich sag lieber nicht stopp. Geradeaus noch ein paar Schritte. 2. Weiter, 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 weiter. So, wenn du Holz hörst, bitte anhalten. Kann ich laufen? Nicht so weit. Mach mal noch... Oh, 2, 3 Schritte... Jetzt mach mal 2 Schritte nach vorne. Muss ja gucken, wie groß deine Schritte sind. Noch ein kleines Millimeterchen. Weiter. Holz. Ja. Okay, rechts drehen bitte. Weiter. Noch ein kleines Stück. Noch ein Millimeter. Stopp. Okay. Vorsichtig gerade... Obwohl, wir gucken noch ein ganz kleines Stück nach rechts. Stopp. Nee, das war zu weit. Okay, nee. Ein Stück nach rechts, ja, geradeaus. Stopp. Nicht, keine großen Schritte. Wir stehen hier gerade mitten über dem Abgrund. Sorry, sorry. So, guck mal ein Stück nach unten. Weil das genau jetzt der Nebel kommt, ne? Naja, das ist kleines Schritt nach rechts, kleinen Schritt nach rechts drehen. Drehen, kleines Stück. Ach so. Nee, nicht so weit. Geradeaus. Immer kleine Schritte. Wir stehen hier, wie gesagt, echt auf dem Catwalk. Auf dem Catwalk? Sag mir das doch, Mann. Dann habe ich ein Bewusstsein dafür, wo wir drauf stehen. Ist doch egal. Einfach keine großen Schritte machen. Okay, links drehen bitte. Hier braucht man keinen Fallschirm, ne? Ich habe auch gar keinen mehr. Nee, weil da unten sind Viecher auf Agro. Also. Ne, ich glaube, den Sturz wird sie eh nicht überleben. Ja, klingt super. Also ich habe es getestet, man überlebt eigentlich. Deswegen habe ich da ein paar Optoren gestellt. Das ist Anni. Ach so. Links drehen bitte. Oh. Gerade. Ja, geradeaus. Ja, weiter. Mal ein kleines Stück nach links drehen, Millimeter. Nee, ja, geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Oh, geh mal einen Schritt nach rechts. Gerade. Alle warten drauf, dass du abstürzt. Ja, ich glaube auch. Weiter, 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 weiter. Ich würde ja sagen, Anni kann ja mal die Dinger vorlesen, aber... Ich kann sie leider auch noch nicht vorlesen, weil er ist noch zu weit entfernt. Weiter. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, noch ein bisschen. Ja, 2 Schritte noch. Noch ein Schritt. Stopp. Alter. Also wenn ihr das habt, dann habt ihr es auch geschafft. Okay. Rechts drehen bitte. Noch ein kleines Stück. Stopp. 1 Schritt nach links. Das war ein großer Schritt. Noch ein Schritt nach rechts. Ein kleinen. Noch einen kleinen. Okay, dreh ich mal noch einen Millimeter nach rechts. Okay, geradeaus. Oh, da rennst du gleich wieder los. Mann! Schritt nach links. Einen kleinen, ganz Mini-Schritt nach links. Noch ein Schritt. Okay, geradeaus.
Ja. Klingt wie nach Holz immer noch. Naja, du bist immer noch auf dem Catwalk. Oh, warte mal. Ganz Millimeter nach links drehen und unten rennt sie schon Akku rum. Ja, okay. Geradeaus. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Stopp, stopp, stopp. Oh, da kannst du gleich los. Ein paar Schritte zurück. Noch ein Schritt. Weiter, weiter. Stopp. Links drehen, bitte. Oh mein Gott. Links? Ach du Scheiße. Links? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ja, bitte? Jetzt kommt, also wenn es jetzt Millimeter genau nicht in Ort, dann liegst du unten. Okay. Was erwartet mich da unten? Tod. In Form von Reptoren. Reptoren, glaube ich. Hat der Chris ja gerade gesagt. Naja. So, okay. Guck mal ein Stück nach unten. Einen kleinen Schritt nach rechts. Weiter. Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Links drehen. Stopp, 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 stopp. Nicht so weit. Okay. Ein kleines Stück noch nach links. Millimeter. Drehen? Ja. Nee, ist schon zu weit. Das waren, keine Ahnung. Okay, geradeaus. Oh mein Gott. Wie viele Schritte? Wir kommen jetzt erstmal auf den Catwalk. Der ist kann ich laufen? Vier lang. Ja, aber nicht so schnell. Wenn du drüben in die Spikes reinrasselst, fliegst du runter. Weiter. Weiter. Okay, Holz ist wieder da. Naja. Schritt nach, einen kleinen Schritt nach rechts. Noch einen kleinen. Noch einen. Geradeaus. Weiter. Weiter. Mal einen größeren Schritt. Aber bitte nicht rennen. Immer einen größeren Schritt. Aber nicht rennen. Soll ich mal weiter. Schubsen? Was sollst du machen? Soll ich mal schubsen? Nein! Krass! Weiter. Weiter, 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 weiter. Na, weiter. Boah, kannst du mal einen großen Schritt machen, bitte? Stopp, stopp, stopp. Wie heißt denn das passiert? Ja, aber dann nicht losrennen. Halt. Einfach nur einen ganz normalen großen Schritt machen. Das ist ein großer Schritt. Okay. Noch zwei, drei Schritte nach vorne. Das ist, glaube ich, der... Oh mein Gott, das ist der Knackpunkt hier, glaube ich. Guck mal bitte kurz nach unten. Okay, wir sind also noch nicht auf der Plattform. Noch einen kleinen Schritt nach vorne. Kleiner Schritt. Oh mein Gott. Dreh ich mal bitte rechts. Ja. Mario hat schon wieder bitte gesagt. Stopp. Ich sag die ganze Zeit bitte. So, was, wo? Geradeaus. Kurz. Zwei, mach mal zwei Schritt. Weiter. Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Noch einen Schritt. Ja, komm, er geht noch. Okay, rechts drehen bitte. Oh Mann. Stopp, stopp, stopp. Links drehen. Stopp. Nicht so weit. Zwei, ein bisschen kurz nach rechts drehen. Noch ein kleines Stück. Noch Millimeter. Ja, komm, ein bisschen geht noch. Ja, geradeaus. Vor allem der Witz ist, die ganzen Dinger hier oben hängen an einem Catwalk. Wenn ich den wegreißen würde. Dann fällt Anni nach unten. Ja. Das willst du doch nicht, Chris. Das willst du doch nicht. Oh, ich überlege die ganze Zeit. Wie gemein. Oh Gott, da kommen noch mehr so eine... Das war ja gerade mal die erste von vieren. Oh Gott. Alter. Scheiß, na dann trau dich. Ja, geradeaus. Wie weit? Nicht weit, weil du... müssen noch... Stopp. Dreh ich mal ganz kleines bisschen nach rechts. Nicht so weit. Ist viel zu weit. Wenn ich sage ein bisschen, dann sind es vielleicht 2 Millimeter oder so. Okay. Kleinen Schritt nach links. Also, nein, nicht, drehen nach links drehen, Entschuldigung. Nee, nicht so weit. Stück nach rechts drehen. Noch ein Stück. Geradeaus. Weiter. Weiter, 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 weiter. 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 Okay, Moment, ich muss mal kurz gucken. Wir müssen, glaube ich, einen Schritt nach vorne. Links drehen. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter. Stopp. Einen kleinen Schritt nach rechts. Oh mein Gott, war ein Quetzi. Ein Schritt? Einen kleinen Schritt nach rechts, ja. Okay. Geradeaus. Wie weit? Das sind 2 Catwalks. Also kann ich... Nein, nicht rennen. Nee, stopp, stopp. Klein bisschen nach rechts gucken. Ach so, oh Gott. Gerade... Nein, nicht so weit. Ein Stück links gucken. Gerade. Laufen? Ja. Weiter. Weiter.
Wir kommen müssen ein Stück nach rechts drehen. Aber wirklich einen Millimeter nur. Ja, gerade. Weiter. Schwer atmen. Gerade. Was? Gerade. Laufen. Zwei, drei Schritte. Weiter, weiter, weiter. Es waren drei. Ja, das sind kleine Mini. Ja, mach einfach so weiter. Weiter. So. Da ich okay. einen Tipp geben für die nächste Bewegung. Mach mal. Einfach in die Knie gehen. In die Knie gehen? Ja, Knie drücken. Dann tut man sich leichter. So. Ist ja langweilig. Ja, dann wieder auf. So. Noch ein Schritt nach vorne. Noch ein Schritt. Mein Gott, da rennt sie gleich los. Links drehen. Weiter. Weiter. Na, weiter. Stopp. So, zwei, drei Schritte nach vorne. Oh mein Gott, da rennt. Was denn? Da hängt sie schon mit einem Bein über die Catwalk drüber. Oh nein. Oh mein Gott. Aber wenn du jetzt weiter geradeaus läufst, kommt wieder alles ins Lot. Also ich muss geradeaus. Ja, ja. Einfach nur geradeaus. Aber bitte nicht rennen. Wirklich nur ein paar kleine Schritte. Also es sind jetzt ein paar Catwalks, aber wir müssen erstmal von dieser Ecke da weg. Weiter, 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 weiter. Ein Stück nach links drehen. Link, nee, nicht so weit. Du drehst immer zu weit. Ich sag ein Stück nach rechts. Ja, stopp. Geradeaus. Anni mit einem Bein im Grab, ja, nicht mit einem Bein im Knast oder so. Wenn ich meine Ehefrau entsorgt habe. Ja, ja, siehst Geradeaus. Du. Geradeaus. Aber bei den Raptoren unten spurlos. Ja, toll. Ja, stimmt. Rucksack liegt vielleicht noch da. Besser geradeaus. Als jede Chemikalie. Was, geradeaus? Geradeaus, ja. Weiter. Ein Stück nach links drehen. Nee, nicht so weit. Ja, ein Stück nach links. Ja, gerade. Ein Stück nach rechts drehen. Gerade. Weiter. Vorsicht, jetzt zwei, drei Schritte nach geradeaus. Es wird auch gleich dunkel, das stimmt allerdings. Das wird sehr unterhaltsam. Der Peter, der gönnt uns aber gar nichts. Weiter. Noch ein Stück, 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 Stück. Dreh ich mal ein Stück nach rechts. Nochmal zwei Schritte. Nach geradeaus? Ja. Dich bewegen. Dreh ich mal nach rechts. Weiter. Laufen? Nach rechts drehen. Weiter. Weiter, weiter. Nochmal noch ein Stück. Nochmal zwei Schritte nach vorne. Oh mein Gott. Die Spikes werden auch immer enger. Okay. Ja. Minischritt nach links. Noch ein Schritt. Okay, ein Stück nach rechts drehen. Stopp. Gerade. Weiter? Ein Stück rechts drehen. Stopp. Nee, zu weit. Ja, gerade. No, ein Stück rechts drehen. Ja, gerade. Nicht so große Schritte bitte, da kommen die Spikes. Ein paar kleine Schritte. Bei mir sieht Anni so aus, als ob sie gleich runterfällt, aber das stimmt gar nicht. Auf ihrem Bildschirm sieht alles super aus. Gerade. Weiter, weiter. Kleine Schritte. Weiter. Weiter. Mal zwei Schritte. Stopp, 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 stopp. Links drehen. Weiter. Weiter drehen. Weiter drehen. So, guck mal nach unten bitte, ein Stück. Dreh ich mal ein Stück nach rechts. Zwei Schritte nach vorne. Oh mein Gott. Was denn? Jetzt hängst du schon mit beiden Beinen fast über die Catwalk. Mach mal einen kleinen Schritt nach rechts bitte. Oh mein Gott, noch ein Schritt. Weiter. Mario Schritt. Leidet. Ja. Wohin? Rechts, bitte einen Schritt. Geradeaus. Laufen? Aber nicht, aber nur zwei, drei Schritte. Wir müssen erstmal wieder auf die Catwalk drauf. Weiter. Gerade. Weiter. Okay, dreh ich mal einen Schritt nach links. Also nach links drehen. Stopp. Gerade. Und dreh ich mal ein Stück nach rechts. Nee, nicht so weit. Stopp. Nee, wieder ein Stück nach rechts. Gerade. Weiter, 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 weiter. Na, lauf mal ein bisschen. So. Ein Stück links drehen, wirklich Millimeter. Stopp. Gerade. Weiter. Oh Gott, da rennt's los. Da rennt's los, Mann. Mir geht's hier die Pumpe unglaublich. Gerade.
gerade. Weiter. Na, weiter. Ein Stück nach rechts drehen. Stopp. Gerade. Ja, zwei Schritte noch. Geradeaus? Ja. Okay, ein Stück nach rechts drehen. Jetzt wird's dunkel. Weiter drehen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ein kleines Stück noch. Stopp. Gerade. Drei Schritte. Nochmal zwei. Uiuiui. Ja. Gerade. Ein kleinen Schritt. Noch ein Schritt. Noch ein Schritt. Noch einer. Rechts drehen. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Guck mal ein bisschen nach oben. Gerade. Wie weit? So ein paar Catwalks. Oh, sieben oder so, keine Ahnung. Weiter. Weiter, 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 weiter. Da war ein Agentavis. Nee, ein Quetzi. Ein Quetzi? Ach so, ich dachte, das wäre ein Agi. Ach, weiter. Mann, ich bin noch der Quetzi. Weiter, 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 weiter. Ein Millimeter nach links gucken. Gerade? Nee, zu weit. Ein Stück nach links. Nee, nicht so weit. Ist wirklich Millimeter. Okay, geradeaus. Boah, jetzt ist dunkel. Jetzt wird's dunkel, ich hab's auch gehört. Gerade. Du kannst ein bisschen schneller, also ein bisschen mehr Schritte machen. Ja, warte, warte, warte. Oh, stopp, stopp, stopp. Machen wir 4 Schritte, 5 Schritte nach vorne. Kleine, große? Ne, mittlere. Stopp, 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 stopp. Drück mal E. Okay, ja? Nach oben. So, da steht, don't cry for me, Agentavis. Das Musical. Okay, noch mal kurz, also nach oben zur Leiter. Okay, geradeaus, einfach nur geradeaus. Ich glaube, ich kann sie laufen. Wie weit? Einfach laufen. Kurz. Stopp. Und geschafft. Oh, das war das Ziel? Das war's, ja. Oh, darf ich jetzt wieder gucken? Jetzt darfst du wieder gucken. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Oh, es ist so hell hier, wenn man... Boah. Mm. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich sehe, glaube ich, völlig verpennt aus jetzt. Das ist richtig gut. Ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich schlafe. Hallo, Mensch. Hier ist ja was los. Oh, Gott, erstmal den Monitor wieder drehen. Ja, Mensch, da bin ich wieder. Jetzt kann ich euch wieder zutexten, denn jetzt kann ich auch lesen, was ihr schreibt. Ach, geil. So, wie habe ich mich denn angestellt? Ich bin ja nur einmal gestorben. Oh, hallo, Spikes. Genau, jetzt wo du wieder sehen kannst, kannst du direkt in die Spikes laufen. Jetzt so the Bong. Oh, schön. Oh Mann, ey, das ist aber schon krass. Also ich muss ja sagen, ich habe versucht, in meinem Kopf so einen Pfad nachzugehen. Und irgendwann habe ich voll nicht mehr gepeilt, wie das jetzt eigentlich aussehen könnte. Weil das war auf einmal nach rechts, nach links, nach hast du nicht gesehen. Und hier, und ich so, hä? Na, jetzt guck mal nach vorne über die Kante und guck dir mal an, was da los ist. Oh mein Gott, ich hänge in der Kralle. Ah, jetzt ja, warte. Jetzt war ein bisschen interessant. Ach du Scheiße. Ach krass, oh, mit Spikes hier drauf, das ist ja mies. Chris, das ist ja mies. Ein bisschen. Ja, und da muss ich dich rüberlotsen. Ja, danke Asgar und danke Blaubeere und Annika und Dosche und Alinien und alle. Guck dir das an. Oh krass. Und hier ist die mega lange Leiter. Da. Nee, hinter dir. Hinter mir jetzt. Oh, Alter, weiter, ey, dass hier aber so ja, und lang der, ist. Und auf der roten Plattform landen. Wir waren zwischenzeitlich schon da links oben bei den Spikes. Echt? Ja. Aber sind wir drauf gelandet? Na, knapp daneben. Vielleicht so 2 Meter oder aber so. Aber es hat gezählt, ja. Oh Mann, ey. Oh, krass. Also hier müsste irgendwo bei Kyron sein, ne? Alter, das steht vorne, aber kann man nicht. Ja, überraschend gut. Ja, ja, ja. Überraschend gut, ey. Ui, ui, ui. Und was sagen die Nerven jetzt? Also ich bin durchgeschwitzt. Ich finde das echt, das war sehr geil. Oh, aber das ist wirklich schon krass, wenn man wirklich nichts sieht, ne? Also vor allen Dingen irgendwie, was, das waren 50 Minuten? Das waren jetzt 50 Minuten? Na, ich wollte die Zeit damit stoppen, aber ja, es haut nicht rein. Na, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 50 Minuten. Es kam 4 ungefähr. Ja. Wow, das kam mir überhaupt nicht so vor. Weil ich habe den vorher noch geguckt und dachte mir so, ja, jetzt haben wir 45 Minuten rum von der Aufnahme von der aktuellen und müsste eigentlich mal neu starten. Na, ich hab, nee, komm, jetzt machen wir es durch. Ach, krass. Jetzt stimmt, der ist in, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Tatsache. Alter, Mensch, vielen Dank für eure Geduld.
Geil, aber richtig cool. Ja, der Dosche hat auch wenigstens einen guten Tipp gegeben mit dem Spectator-Mode, dass man dir quasi über die Schulter gucken kann. Wobei ich aber sagen muss, im Spectator-Mode sieht das doch schon ein bisschen anders aus, als wenn man hier tatsächlich dann auf Anis Bildschirm guckt. Das ist ja geil mit dem Bronto hier. Ja, da musst du dann auf dem Rücken lang balancieren und dann am Schwanz hinten über die Mauer drüber springen. Okay. Dosche, das kann sein, dass du gerade auf Kacke geguckt hast. Da ist dann so ein brauner Fertilizing-Balken oder irgend sowas. Da kann sein, dass du irgendwas verwechselt hast, also ich weiß nicht. Ja, den Balken habe ich auch gesehen, quasi, auf Anis Bildschirm. Aber glaub mir, der quetscht jetzt auch sowas. Naja, sonst kann man den auch nicht fliegen, davon mal abgesehen. Ja, wozu ein brauner Balken ist, ne, das würde ich einen anderen Mal erklären. Der gute Donnerbalken. Der ist dann eigentlich Valkyria, ganz da vorne. Oh, krass, ey, aber das war schon geil. Also ich muss sagen, das ist cool. Ja, mit Mario machen wir das auch mal, das machen wir aber nicht gleich hinterher. Boah, ich habe jetzt keine Nerven dafür. Ja, das reicht schon, Anni darüber zu bringen. Das wäre deine Chance, Anni. Das wäre meine Chance, ihn abstürzen zu lassen? Hey, ich habe dich auch nie abstürzen lassen, ja. Nee, aber wenn Mario jetzt eh schon fertig ist... Fix und fertig. Nicht bei 1 zu 1 ist oder so, dann musst du mal seltener gestorben wirst als... Ja, stimmt, das wäre eigentlich die Chance. Das ist ja dann Fremdverschulden, dafür kann ich ja nichts. Kannst du mich in den Tribe einladen, vielleicht? Möglicherweise? Nee, du willst mich nur umbringen. Was? Nein. Los, lad mich ein. Lad mich ein. Nein, tu es nicht. Ey, Sabrina! Oh. Accept. Ja, ich bin aufgenommen worden in die Dodo-Mafia. Ich habe meine Aufnahmeprobe bestanden. Ja, brauchen wir eine Putze hier für den Dodo-Mafia klären. Eine Putze, ey. Du bist die Putze. Ja, willst du mal vielleicht mit Valkyria einfach mal kurz über die Strecke fliegen? Ja, ich würde mir das gerne mal angucken. Einfach sehr geil hier. Ich gucke mir die jetzt quasi von hinten aus an. Oh nee, warte mal, ich flieg mal zum Anfang. Habt ihr eigentlich die Türen wieder zugemacht im Labyrinth? Nee, ich glaube nicht. Oh. Nochmal. Alles wieder auf Anfang. Ich gucke mir mal kurz die Schilder an, was hier rumsteht. Aha, aha, aha. Und die Raptoren, die waren aber aggressiv. Ach, schön. Also vor dem Labyrinth, die waren auch neutral. Hier könnte ihre Werbung stehen. Also wer immer Werbung haben möchte, ne, hier könnte Werbung stehen. Hier könnte ihre Werbung stehen, genau. Also die Raptoren haben durch die Türen gebissen und da wäre sie nie durchgekommen. Die Compicam. Die dezente Lösung für alle Spanner. Die kleine Handtasche. Ja, ich hatte neue Plakate gemacht gehabt, aber die sieht man nicht auf Holz. Da hätte man ein Falz-Billboard gebraucht. Ah, okay. Star Wars. Das gute Fleisch war. Ja, alles klar. Star Wars. Gute Star Wars. Wurst. Die gute Wurst. Ja, Wurst. Die Bratwurst. Ja, man kann abschließend sagen, dass Anni wirklich immer sehenden Auges in den Tod rennt. Ja, in den Tod rennt. Ja, auf jeden Fall, ne? Also, weil man sieht ja, als ich nichts gesehen habe, es hat sich gut gehalten. Ich habe auf Mario gehört. Ich meine, Mario und ich haben ja schon öfter festgestellt, dass das immer das Problem ist, dass ich nicht zuhöre. ETF. Was ist das? Was ist das? Hä? What? Was ist das für ein... Hä? Sehen die Pelagones mit dem Sattel schon immer so scheiße aus? Was ist das denn? WTF. Oh Mann, ey. Was zum Henker ist das? Ist ja geil, ey. Oh Mann. Was stimmt da nicht? Was Arg. Stimmt da nicht? Arg stimmt nicht? Buttonklapp, die härteste Versuchung, seit es Gehirne gibt. Auf jeden Fall direkt mal über den Schädel ziehen. Also, das hat man schon. Ich glaube, das da vorne hatte ich noch nicht. Ich könnte auch von hier gucken. Ne? Geil, das sieht aber richtig gut aus. Stehen da dran. Hat mich an Körper Durex, ja, die auf wirksamste jeden Fall. Methode gegen Überbevölkerung. Ah ja. Ach, Durex, ja. Kennen wir schon. Aber das ist ja geil. Ja, wie gesagt, also Primitive Plus schränkt einen doch ein bisschen ein, was so eine Sache angeht. Ja, aber das ist eine gute Idee. Ja. Ja, deswegen konnte ich da nur Text draufschreiben, also irgendwelche Bilder drauf projizieren, aber das sieht man einfach nicht. Das ist ja hier geil, ey, mit dem Sattel. Ja, aber die Sache hier mit dem vielleicht extra Event-Server, ich habe mir das mal aufgeschrieben, Chris. Denk mal drüber nach. Weil das vielleicht echt ganz cool wäre. Uiuiui, sag ich nur. Eure Hoheit. Geil. Das ist aber richtig, also mit dem Sattel hier. WTF, was ist das denn, ey? Das sind Pelagornis mit Quetzi-Sattel. Ja, weil das halt kann. Das sieht aus, oh mein weil Gott. Weil das kann. Ist nicht verbuggt. Kann sich nicht in einem Gebüsch verstecken. Ist nicht verbuggt. Hat das da vorne schon angeguckt? Weiß gar nicht.
Ach ja, das war die Wurst. Die gute Wurst. Die Wurst. Hey. Ja, war richtig geil, hey, Chris. Das ist echt. Oh Mann. Ja, das muss Mario ja auch überjagen irgendwann mal. Vor allem an diesen Ecken hier lang, an diesen Spikes lang. Du hingst da ein paar Mal mit beiden Beinen schon fast im Abgrund. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn ich mir das im Nachhinein angucke. Also, das ist wirklich echt. Oh Mann.